Willkommen zurück in Echo. Ja, ich habe ein bisschen weitergemacht, nicht viel. Ich habe hier die Erde hier unter den Zaun gestampft, habe noch ein paar Löcher für Türen rausgeholt, wenn da irgendwann mal Türen vorhanden sind. Bisher haben wir nur Öffnung. Ist auch nicht schlimm. Und zwar, diese Folge wollen wir tatsächlich anfangen zu bauen. Hier drauf, ich muss mich gleich schon ausmuten, weil ich gleich mal niesen muss. Ich merke das gerade schon, wie es ankommt. Ich versuche es erstmal zu unterdrücken. So, wir brauchen diese, genau. Diese Dinger brauchen wir. Und wo setzen wir die jetzt mal hin? Ich würde fast sagen, hier schon dran. Und hier und da. Und da. 5, 6, 7, 8, 9. Hier so. Etwa. So circa. Vielleicht. Eventuell. Wir können noch einen. So. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir noch einen Haarmund. Ja, boah, ist ja eklig. So. 2, 3, 4, 5, 6. Ist gar nicht so leicht, hier zwischen dem ganzen Gekrödel was zu erkennen. 7, 8, 9. Hier. Und hier natürlich auch noch rüber. Geht ein bisschen schneller jetzt. Oh, das ist aber ein bisschen ungünstig hier. Hätte ich vielleicht doch ein bisschen hier vielleicht oder hier so anfangen sollen. Wird vielleicht ein bisschen schmal. Das wäre aber auch egal. Das wäre nicht so schlimm. Das ist okay. Setzen wir es da einfach hin. Komm, so nochmal weg. Zack. Jawohl. So ist das doch schon mal ganz toll. Finde ich schön. Ist noch gar nichts fertig. Ich finde schon schön. Das ist, ja. Gut. So, hier vielleicht auch noch. Brauchen wir einen Eingang? Theoretisch ja. Praktisch eher nicht so. Was willst du denn hier? Sag mal, hau ab. Komischer Baum. Widerlicher. So, hier den und den und den auch noch. Und dann war es das, glaube ich, hier. Ja, hier ist schon richtig. Das ist okay. Haben wir eine Mitte? Ich glaube, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben eine Mitte. 1, 2, 3, 4. Hier ist eine Mitte. Und hier vielleicht mal eine Tür rein. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja, was macht der Mann hier? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich so endgültig bleibt, aber ich denke mal schon. Also, auch wenn man hier ganz gut durchkommt, ist ja auch nicht so, dass hier ein Knast ist, ne? Ein Knast wird es nicht werden. So, dann... Setze macht... Ach doch mal. So, jawohl, ist das schon ganz gut. Den müssen wir uns mal lassen. So. Eine Dreihöhe brauchen wir, das ist richtig. So, den. Das ist falsch. Das ist richtig, jawohl. Dahin und dorthin. Jawohl, so wird doch ein Schuh draus. Das ist angenehm, das ist extrem schön. Ja, ich weiß ja schon, was ich hier baue. Ihr noch nicht. Ach ja, es ist... Naja, ist eigentlich schon ganz nett. Man muss ja auch nicht immer alles verraten. Es wäre sehr verräterisch, wenn ich das täte. So. Und so. Die restlichen können wir dann immer noch draufsetzen. Ja gut, da ist das vielleicht nicht so schön. Aber es wird passen. So, wo ist jetzt der... hier hatten wir mal irgendwo so einen Durchgang. Hier? Ja, schön. Sollte ich vielleicht auch nochmal stampfen. So, dann nehmen wir hier mal das Wellblech. Ich hoffe, das reicht auch. Es wäre schön. Bin auch unwahrscheinlich. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen, ne? Ist mal gut, dass wir hier noch durchpassen. Sehr gut. So. Und bop, bop, bop. Der bleibt mal da, so wie er ist. Erstmal. Bis wir das hier tatsächlich komplett haben. So. Ach ja, das... Ach, es wird so schön. So, jawohl. Ach, das wird schön. Das ist alles okay. Ich hoffe, es wird auch von der Menge her wirklich reichen. Das wäre fantastisch. Ja, es soll in etwa ein Dach darstellen. So circa. Eventuell. Es könnte auch so ein offenes Ding sein, ne? Ja, genau. Das machen wir so. Das machen wir so. Wir machen das Ganze offen. Das wird bestimmt ganz toll.
verbrauchen wir erstens mal nicht so wahnsinnig viel Material. Jetzt habe ich mich zum ersten Mal wieder versprochen. Wow. Nicht so viel Material. Und zum anderen sieht das auch noch ziemlich interessant aus. Also wäre zumindest schön, wenn es so aussieht. Ja doch, das ist ganz nett. Das ist ganz nett. Das ist okay. Ach ja. Ach, wenn ihr wüsstet, ich glaube, mindestens einer von euch würde mich, glaube ich, schon standrechtlich erschlagen. Also nicht erschießen, sondern erschlagen. Mindestens einer von euch. So, hier und diesen und da. Da kommt, wie gesagt, eine Tür rein. Oder auch nicht. Ach was. Oder auch nicht. Da kommt keine Tür rein. Warum auch? Für wen auch? Wir kommen ja hier durch. So. Eine Tür würde das ganze Bild bloß zerstören. Ach ja, es wird schön. Es wird fantastisch. Was wollte ich jetzt noch machen? Ah ja, jetzt brauchen wir mal die Schaufel. Jetzt müssen wir ein bisschen buddeln. Wahrscheinlich müssen wir auch ein bisschen Steine kloppen. Moment, jetzt muss ich mal hier mal ein LKW mal herholen, mit dem man hier auch ordentlich was transportieren kann. Komm, nehmen wir halt den hier. Dann haben wir hier wieder Mischgut drauf. Muss ich halt wieder aufräumen. Dann ist es so. So. So, wo kommt denn jetzt hier das mal hin? Vielleicht hier? Ja, ne, vielleicht auch hier so. Mittendrin? Nee. Hier so. Hier ist, glaube ich, gut. Drei. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so reicht. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hoffe, das wird reichen. Das wäre schön. 1, 2, 3. Na, 4. Ich hoffe, das reicht so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es wäre schön, wenn es reicht. So, hier den Rand müssen wir noch ein bisschen ausbubbeln. Weil, damit es auch schön aussieht. Es soll ja trotzdem schön aussehen, ne? Er soll nicht wie ein Hund wohnen. Und selbst die wohnen schöner. So. Ach ja. Ach, das wird so schön, wenn der weiß. Ach Mensch, ich renne schon wieder zum Falschen. Hol ich den auch nochmal her. Was eigentlich gar keinen Sinn macht. Wir müssen gleich nochmal in die Feuerwehr. Ja, das ist schon so ganz gut. Könnte auch noch ein bisschen besser sein. Jetzt hole ich erstmal. Moment, jetzt brauchen wir hier noch. Wo haben wir jetzt mal? Hätte ich gerne mal. Kalksteinziegel haben wir gerade überhaupt nicht. Ist ja fatal. Das ist fatal. Fatal. Mal 3. Ach ja, hier, da pennt schon wieder die faulen Wölfe. Ist ja unglaublich. Hier, da. Vorsicht, pass auf die Nasen auf. Ach, mit den Füchsen zusammen. Mhm. So, mal gucken. Wo haben wir jetzt? Da haben wir ihn. Da haben wir ihn hingestellt. Welchen haben wir jetzt hier? Ach, der mit dem Lumber. Ist ja schon, vielleicht nicht so unbedingt die schlauste Idee, oder? Ja doch, ich glaube, das können wir machen. Hier müsste eigentlich noch was drauf sein. Ja. Jetzt holen wir... Egal. Jetzt holen wir das andere auch nochmal kurz. Wenn wir schon mal da sind, dann brauchen wir nicht doch mal herkommen. Also jedenfalls nicht dafür. Können wir es auch gleich zu Ende bauen. Ach ja, das ist schön. Ach so, ja, ist ja Rechtslenker. Habe ich vergessen. So, ein Wasserrad. So, versuchen wir gleich mal hier die Einfahrt. Mal sehen, ob die wirklich so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Das wäre schön. Ja, klappt doch so ganz gut. Hier könnte noch ein Parkplatz hin. So. So, jawohl, da sind wir. Wir brauchen noch Kalkstein, bitte. 10? Ich glaube nicht, dass 10 reichen werden. Wir nehmen mal 20. 20 reichen. Nicht 60, 20. 20 reichen völlig. So. Hätten wir dies auch damit machen können? Ja, dann wären wir nicht mehr dran vorbeigekommen. Es wäre aber auch nicht schlimm. Diese. Diese möchte ich dafür wieder nehmen. Wieder. So, jawohl, jawohl. Ach, das wird doch schön. Das wird doch schön. Ich sollte vielleicht das ganze Ding hier damit ausheben. Das wäre, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht. Ja, genau. Das mache ich. Das mache ich. Das machen wir. Schmier dich doch mal am Zaun lang. Mann, Typ.
ist sonst immer so schmierig. Warum klappt das jetzt nicht? So, und zwar hier den. Den brauchen wir gar nicht. Den und den. Den brauchen wir. Davon brauchen wir die beiden. Aber gut, das machen wir gleich hinterher. Leck. Ja, leck mich doch. Es ist ja wieder furchtbar. Diese Lecks immer. Dieses Rumgelecke. Moment. So. Vielleicht. So. So. Jawohl. So ist das gut. 19. Ach, weiß ich nicht. Ich nehme einfach mal wieder. Ich nehme erstmal 30 mit. Wir nehmen 30. Lieber ein paar mehr als auch nur einen zu wenig. Ach, wieder so ein Makro-Leck. 21 Frames. Also, willst du mich verarschen? Ey, wenn die Folge wieder asynchron wird, dann lasse ich das diesmal aber so. So. So, mir geht's nur mäßig besser gerade. Merkt man überhaupt nicht. Ich weiß, aber na komm. Ist auch egal. So. Ach, den Boden hätte ich vielleicht auch noch rausnehmen sollen. Ja, das wäre. Da wäre ich echt. Und hier vielleicht auch die Reihe hier drunter auch. Das wäre gar nicht mal so doof gewesen. Ja, gut. Gut. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. 7 brauchen wir gleich. Das ist okay. 7 stapeln wir gleich mal hier hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. So, Rest bringen wir wieder weg. Ich wollte gerade schon fragen, bin ich schon wieder so fett geworden gerade in den paar Minuten? Kann sein. Würde mich gar nicht wundern. So, jetzt muss der muss nicht weg. Ah, diese Reihe muss noch weg. So, jawohl. Gleich haben wir es, versprochen. Wir haben es ja gleich. Dann erfahrt ihr auch endlich, was das hier für ein lustiges Gebäude wird. Aber erst muss es fertig sein. Ach, das wird so schön. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hoffe, dass es auch wirklich so auch passt. Nicht, dass wir uns gerade hier unnötig Zeit ans Bein gebunden haben. Ich sollte vielleicht nochmal rein, ne? Weil da muss auch noch was. Toll. Ja, toll. Ich bin so schlau. Weil ich so schlau bin, deswegen bin ich so schlau. Hallo. Hüpp doch mal. Hüpp. Wir brauchen übrigens gleich nochmal 5. Ich habe wieder völlig vergessen, den Boden hier rauszuhebeln. Es ist toll. Weil ich so schlau bin. Ihr ahnt ja gleich, wie schlau ich bin. Ach, Lehm, weißt du. Ach, ist doch nicht wahr. Immer dieser Lehm hier überall. Ich leide doch unter Lehmsucht. Unter akuter Lehmsucht. Das ist alles nicht so gut. Einzige Lehm, ne? Ja, ist das einzige Lehm. Aber ich sehe es noch nicht mal, weil hier dauernd die Textur davon halt hier drüber liegt. Auch nicht so angenehm. So. So und so. Dann ist das auch dicht. So. Gut, dann haben wir das auch. 5. Zack, zack. Ich sollte hier nochmal reinhüppen. Nu, mach. So, dann haben wir das schon mal. Jetzt brauchen wir wieder Erde. Müssen wir erstmal das Ganze wieder mit Erde auffüllen, weil hier soll ja noch was hin. So. Das wird schon ganz schön. Ja, weil, warum nehme ich Erde statt Stein? Stein hätte man nur die Hälfte gebraucht, aber es wäre nur halb so lustig, weil Erde nun mal schneller geht. So, give water. Pfeife. Eine Wasserpfeife. Ich habe mir gerade eine Wasserpfeife geben lassen. So. Hier einmal hier. 1, 2, 3, 4, 5. Sind nur 5, oder? Glaube ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, vielleicht nicht unbedingt richtig gesetzt, aber drauf geschissen. Achso, das Wasserrad, das haben wir jetzt auch dabei. So, ich hoffe, das ist auch alles so richtig. Sehr schön. Ah, das ist natürlich nicht richtig. Wie auch. Ist ja noch Erde drin. Wir haben ja Auftrieb. So. 10-mal Erde. Sehr gut. Das Glück dieser Pferde liegt auf dem Rücken der Erde. Kennt bestimmt jeder den dummen Spruch. So.
Na, das kann man hier nicht platzieren. Das ist aber sehr ungünstig, dass man das hier nicht kann. Das ist etwas, es ist zu schmal, wetten? Das müsste aber eigentlich passen. Das hätte eigentlich passen sollen haben, bitte gern. Das wäre schön gewesen, wenn. Es muss noch ein höher, wetten? Ja, wahrscheinlich. Ja, es muss noch ein tiefer. Es muss sogar noch einen weiter rein. Okay, das ist ja nicht so schlimm. Das können wir tatsächlich machen. So. Ja, allein dieser Bau, das wird schon ein bisschen dauern. Das wird wahrscheinlich, aber trotzdem bestimmt vielleicht, ich weiß nicht, könnte aber der schnellste Bau sein, den wir hier machen. Bin ich mal gespannt. So, der muss raus. Der. Und dieser auch. Und hoch mit dir. Und raus damit. So, jawohl. Jetzt brauchen wir noch mehr von den Steinen. Ist immer so teuer, hier alles reinzusetzen. Deswegen nehmen wir einfach gleich mal alle mit. So, ich hoffe, das passt dann auch. Das wäre schön. Ich weiß nur nicht mehr, weil ich habe gerade keine Vorlage dazu. Ich habe ja schon mal sowas gebaut für das Würfelglück in der Wüste. Das habe ich aber leider hinter einer Wand versteckt, damit man halt nicht immer drauf guckt, damit es halt auch so themengerecht auch passt. Also funktionieren tut das schon irgendwie. Ich glaube, da habe ich auch eine Dreierbreite genommen, statt nur eine Einerbreite. Ich weiß nicht, ob eins vielleicht sogar zu wenig ist dafür. Kann auch sein, dass insgesamt vielleicht zu wenig Breite ist. Das mag sein, dass es nicht lang genug ist. Das kann sein. Ich habe leider keine Ahnung. Das merkt man überhaupt nicht, ne? Überhaupt nicht. Moment, jetzt probieren wir mal was. 1, 2, 3, 4. Natürlich kann ich nichts anderes auswählen, welchen Wasserrad, wenn ich Erde aufschaufel, aber kann ich kein Wasserrad in die Hand nehmen. Ganz klar, natürlich nicht. So, guck mal, man braucht noch nicht mal Wasser dafür, das ist sehr schön. Jetzt müssen wir mal ausmessen. Was heißt hier ausmessen? Es ist tatsächlich 7 hoch. Am 4. hängt es und dann noch 3 weiter hoch und dann haben wir den Abstand. Das heißt, dass das hier... Ja, Marki, du bist echt ein toller Knalli. Es ist natürlich viel zu kurz. Es ist viel zu schmal und das passt hier alles gar nicht. Wir müssen noch einen weiter in diese Richtung. Okay, das machen wir diese Folge noch fertig, ne? Also ganz klar, das machen wir ja wohl noch. Das wäre sonst auch gelacht, ne? Also sonst würde ich mich, glaube ich, auch schrecklich lachen, wenn ich das jetzt nicht hinkriege. Wird diese Folge wieder überlang. Ja gut, das ist ja nichts Neues. Das ist ja in letzter Zeit nichts Neues auf diesem Channel, dass wir auch mal Folgenüberlänge haben. Ja, ich weiß. So. Jawohl. Jetzt brauchen wir noch 6 weitere. Wo haben wir denn? Haben wir ganz woanders wieder. Ach, na toll. Ich hole mal kurz den anderen LKW. Ist ja wieder unglaublich. 1,5 Minuten noch normale Folgenlänge. Das schaffen wir nicht, pünktlich Feierabend zu machen. Aber wir kriegen es schon irgendwie hin. Steht ja auch noch da hinten. Mecker, mecker, mecker. Ich wollte jede Folge mindestens einmal meckern, wenn auch nur über mich selbst. Gut, eigentlich über das Spiel, aber ja, das... ich weiß nicht, über die Bugs. Da kann man meckern. Über manche kann man sich auch auslassen, aber eigentlich sind es alle lustig. Guck mal, sieht irgendwie auch schon seltsam aus. Da brauchen wir gar kein Wasser. Ach, was soll's. Wir lassen das Wasser trotzdem drin. Oder? Na. Mal gucken. So, 6 hatte ich gesagt, ne? 6 brauchen wir. Gut, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ich muss immer noch niesen. So. Und zack, zack, zack. So, der kommt weg, der kommt weg. Dieser. Ruf, der gute Ruf. So. Jetzt
brauchen wir noch eins, zwei. Natürlich brauchen wir nur zwei. Das Wasserrad ist ein bisschen störend hier gerade. Mitten in der Pläne. Aber gut. Eins, zwei. 99, naja. So und jawohl, dann hätten wir es auch verlängert. Dann können wir das Ganze hier auch noch ein bisschen verlängern. Das wäre auch ganz schön. Das ist doch super. Das ist doch super, super, super. Um zwei müssen wir verlängern. Eins, zwei. Das ist falsch. Drei. Drei, ne? Ne, noch einen vierten. Noch einen vierten brauchen wir natürlich. Natürlich brauchen wir noch einen vierten. Kommen wir nicht, weil da ist schon wieder Basalt. Es ist ja wieder an diesem Basaltkram. Ey, das regt mich auf. So. Eins, zwei, drei. Drei. Ach, Mensch. Natürlich Lehm. Na klar, Lehm. Wir haben ja sonst nichts davon. So. Das müsste jetzt aber schon passen. Moment, dann muss ich hier aber auch noch raus und da auch. Es wird natürlich alles komplett verlängert. Dann kann der Lehm aber drin bleiben. Theoretisch. Theoretisch kann er drin bleiben. Will ich das denn? Weiß ich noch nicht. Mal gucken. So. Das machen wir alles noch, ne? Ihr erfahrt diese Folge noch, was es wird. Was das hier darstellen wird und soll und tralala. Und warum? Obwohl, warum? Ja, einfach so. Ach, Lehm. Ach, Mensch. Ich habe doch Lehmsucht. Ich habe doch akute Lehmsucht. Lass das doch mal. Ich will nicht mal meiner Sucht frönen müssen. Können. Haben. Hätten. Bitte. Wäre schön. So. Ich nehme noch mal ein bisschen Erde. Echt schlimm. So. Ist das so richtig? Ja, ist so richtig. Und das bleibt so, glaube ich. Glaube ja. Und da kann es eigentlich auch so bleiben. Sogar bis dahin. Das passt. So, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen Basalt noch mal klöppeln. Weil es auch wahnsinnig viel Spaß macht. Ja, Noctura hat schon gesagt, die moderne Axt. Mhm. Ja, schön, dass du sie hast. Ich habe sie noch nicht. Ja, ist halt so. Sorry. Ich bin halt noch ein bisschen von gestern. So, das ist... Ist das überhaupt richtig? Ich weiß es gerade nicht so genau. Eins, zwei, drei. Wir versuchen es einfach mal. Also hier war es offenbar nicht nötig. Naja, was soll's. Ist ja egal. Jetzt haben wir nochmal vier Basaltsteine nochmal mehr. Warum auch nicht? Wir brauchen es ja. Bestimmt nicht. So. Kalkstein. Kalkstein war hier, glaube ich, drauf. Nee. Wo ist denn der Kalkstein jetzt wieder? Da. Wow, was macht der Kalkstein jetzt hier drauf? Alter. Verarsch mich nicht. So. Jetzt haben wir hier den Coop. Maybe so vielleicht. Das ist übrigens auch noch was, was da nicht reingehört. Toll, das ist, So, den. Na klar, direkt über die Omme. So, das kann so bleiben, wenn es will. Das kann jetzt auch so bleiben, wenn es will. Der muss noch raus und die Erde muss auch noch raus. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie komme ich denn jetzt hier raus? Das ist jetzt wieder sehr klug, Maki. Da, von mir aus auch so. Bluff. Ja, ist echt, Alter. So, jetzt aber. Entschuldigung. Ich habe mich verklöppelt. So. Jetzt müssen wir nochmal hier, nochmal rumsägen, rumsensen, rumbollern. So, also der muss raus. Der muss raus. Da muss der Basalt noch weg. Ja, wir kriegen das noch hin. Wir kriegen das noch hin. Keine Sorge, das kriegen wir noch alles hin. Wenn auch mit Überlänge, aber das ist ja nichts Neues. So. Gut. Kalksteinziegel. Wir brauchen... Nein, jetzt brauchen wir erstmal Spitzhacke. Wegen Basalt. Ja, es wird wieder schön. So, her damit. So, her damit, habe ich gesagt. Danke. Ein für lau und ein für umsonst. Das ist gut. Nehmen wir das nochmal mit.
das Wasserrad, das pumpen wir diese Folge auch noch rein. Ne? Also es wird zwar ein bisschen länger dauern heute, aber es geht eigentlich. Ne? Es ist ja alles machbar, ist ja alles möglich. So. Und so passt das auch. Guck mal, schon ist das hier fertig. Das Basseng. Auch hiervon haben wir es 99. 99 scheint unsere neue Pechzahl zu sein. Wer weiß. Doch noch nicht fertig. Einen brauchen wir noch. 98, das ist gut. So. Soll ja auch alles fertig sein, ne? So. Fällt nicht auf. So. Jetzt möchte ich auch noch mal... Vielleicht noch mal einen... Okay, ich nehme noch mal zwei. Ich mag es nicht, Dinge so unfertig zu hinterlassen. Deswegen kennt man so gar nicht von mir. Siehe erste Staffel. Aber das ist tatsächlich so. So, vielleicht, eventuell. Das wäre schön. Und jetzt hier noch mal... Flora hat das Spiel übrigens verlassen. Give water. Give Atta. Atta natürlich. Man kann notfalls auch mit Scheuermilch auffüllen. Könnte man, wenn man wollte. Muss man nicht unbedingt. So, ist das jetzt, das glaube ich schon passend, ne? Das passt. Das passt, das ist gut. Das kommt wieder weg. Hallo, Rehlein. Nimm deine Nase aus dem Wasserrad. Nicht, dass du dich noch deine Haare drin verzwirbelst. Könnte schmerzhaft sein. Das tut mehr weh als ein Pfeil in deinem Kopf. So. Mal gucken, ob das jetzt passt. Ich hoffe, es passt. Und wenn nicht, dann haben wir halt ganz, ganz viel Pech. Und wir haben Pech. Natürlich haben wir Pech. Ach, Mensch. Versuchen wir mal was. So. Vielleicht ist es ja einfach so, dass vielleicht das Rad auch nicht so wahnsinnig tief unter Wasser sein darf. Kann auch sein. Nö, natürlich. Das liegt nicht daran. Wahrscheinlich ist es auch zu schmal. Gut, dann ja, tut mir leid. Dann erfahrt ihr es wohl doch erst nächste Folge, was das hier wird. Na gut. Dann muss ich leider erstmal mich in die nächste Folge verabschieden. Es tut mir leid, dass wir es doch nicht hingekriegt haben, trotz Überlänge. Aber hey, jetzt müssen wir in der nächsten Folge nur noch das ganze Stück verbreitern. Am besten in diese Richtung. Ja, wo kommt denn das andere dann hin? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht müsste ich hier noch ein bisschen in die Breite gehen. Mal gucken. Müssen wir mal sehen. Gut, also wir machen die nächste Folge weiter an dem schönen Basseng. Und wie gesagt, vergrößern für Wasserrad und passt das, glaube ich, auch schon. Und ja. Also ich sage erstmal bis zur nächsten Folge Echo und gehabt euch wohl.